Drei, zwei, eins. Constant nahm Lo To mit sich, mir verblieben Solo und Pong. Da ich meine geistigen Kräfte schonen wollte, ließ ich Solo die Führung übernehmen und hielt nach Höhenhalluzinationen und Warpeln Ausschau. Mehrmals glaubte ich, einen Warpel zu sehen, doch erwies er sich stets als Halluzination. Mehrmals glaubte ich, eine Halluzination zu sehen, doch erwies sie sich stets als Fleck auf meiner Schneebrille. Einmal glaubte ich, einen Fleck auf meiner Schneebrille zu sehen, doch erwies er sich als Warpel, der sich als Halluzination erwies. Um meine Magenschmerzen unter Kontrolle zu halten, hatte ich nur wenig gefrühstückt und war von Hunger geschwächt. Ich ernährte mich von Magentabletten, von denen ich Kopfschmerzen bekam. Durch Zufall entdeckte ich, dass es meine Magenschmerzen linderte, wenn ich die Gletschercreme von meinem Gesicht ableckte. Unglücklicherweise bekam ich davon Sonnenbrand und meine Zunge fror ein. Als ich meine Zunge in die Mundhöhle zurückzog, um sie aufzutauen, bekam ich Zahnschmerzen. Ich war außerdem besorgt darüber, dass mein Traum größtenteils wahr geworden war. Genau wie im Traum vorhergesehen, hatten sich meine vier Gefährten in alle Richtungen zerstreut, was mir unheimlich erschien. Ja, der Autor hat ja England nie verlassen. Es liegt ihm also wahrscheinlich nichts ferner, als sich selbst solche Strapazen aufzubürden. Und man merkt dem Roman natürlich die Freude des Theoretikers an, sich darin zu suhlen. Und was so schön ist an dem Roman, dass er Nonsens mit dieser großen Ernsthaftigkeit betreibt, die eben die Engländer entwickelt haben durch ihre ständige Pflege dieser Kunstrichtung. Es sind natürlich einfach sehr viele wahnwitzige Situationen, die toll sind. Und das findet man eben in diesem Roman auch. Es ist einmal die Spannungsebene, also dieser tatsächliche Aufstieg, der ja im Grunde auch natürlich schief geht. Dann schon die Zusammenstellung der Mannschaft mit Leuten, die alle bis ins Kleinste ungeeignet sind für die Aufgabe, die sie sich selber zugedacht haben. Angefangen beim Expeditionsleiter, der ja auch ein völliger Blödmann ist. Und diese Missverständnisse, denen er da erliegt, was auch die Einschätzung der anderen seiner Person, was dann immer wieder so durchschimmert, das wird alles mit so großer Ernsthaftigkeit durchgezogen. Das ist schon großartig. Und natürlich merkt man im Buch an, dass es nicht heute geschrieben ist. Heute haben wir eine schnellere Art von Humor. Das macht es aber nicht weniger schön. Ich habe auch beim Lesen durchaus so eine Karl-May-Anmutung. Das heißt, wenn man heute, es ist ja gerade wieder ein Buch erschienen in einer Karl-May-Diktion, also praktisch eine Karl-May-Parodie, kann man auch nicht sagen. Aber das liegt auf derselben Ebene. Karl-May ist ja deshalb für uns heute unlesbar, weil diese Attitüde am deutschen Wesen wird die Welt genesen. Das scheint ja bei allem durch. Und das verdirbt dem heutigen Erwachsenen natürlich so ein bisschen Spaß daran. Aber als Kind habe ich das natürlich heillos genossen, gar keine Frage. Und deswegen sehe ich das auch nach wie vor, auch als jemand, der ja diese Fernsehgeschichte gemacht hat, ja auf erstmal, grundsätzlich sehe ich das natürlich verklärt. Der Humor entsteht ja durch die Fallhöhe des Unsinnigen, was eben sofort als unsinnig erscheint, und der Ernsthaftigkeit, mit der das Unsinnige
wenn man so will, ausgewalzt wird. Das ist alles hübsch. Der Brown, der Arzt, der kränkste von allen ist. Oder diese Geschichte, dass sie sich andauernd besaufen und aber natürlich der Champagner ein Medikament ist. Die ständige Ebenenvermischung und das ständige sich etwas vormachen über die wahren Verhältnisse, auch der Wissenschaftsstreit. Das wird ja sogar metaphysisch, wenn also der Skeptizismus wird ja mal über mehrere Seiten hin thematisiert. Das ist durchaus auch, wenn man so will, eine kleine Philosophieverarsche, die da stattfindet. Also er bringt durchaus auch noch andere Bereiche hinein in diese äußere Klammer des Bergsteiger-Dramas. Also von daher ist es durchaus auch Bildungshumor. Ich hatte durchgängig an vielen Spaß. Und ich glaube, das wollte der Autor auch. Der wollte schon nicht, dass ich mich mit irgendjemand identifiziere. Vielleicht mit dem Seelöwen, Travers, der ja sehr schön singt. Damit kann ich mich natürlich... Ja, mit Travers habe ich mich identifiziert.